Hallo, willst du mir ein Stückchen Papier geben? Prost. Symbole. Auf ein schönes Wochenende. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Palmcamper. Ist sicher ein bisschen erschrocken. War ich auch nicht damit gerechnet? Es ist Freitagnachmittag, wir sind auf dem Weg nach Holland mal wieder. Wir wollen den drittgrößten und ich glaube ältesten, den drittgrößten Freizeitpark Europas und den ältesten Freizeitpark der Niederlande, wenn ich richtig informiert bin, erkunden und besuchen. Und wir sind dieses Mal auch nicht allein unterwegs. Hinter uns schleichen gerade David und Veronika her mit sagenhaften 90 km/h. Eigentlich sind wir gar nicht auf dem Weg, wir sind schon in Holland, wir sind jetzt kurz vor Hengelo, haben aber noch 170 Kilometer vor uns und mit so ein bisschen zu fahren hier, langweiliger niederländischer Autobahn. Wir sind gleich auf der Pipi-Pause oder direkt am Campingplatz wieder. Wir sind nämlich auf einem Campingplatz nahe des Parks Efteling. Circa 2 Kilometer entfernt. Der Campingplatz heißt The Höfstall. Mini Camping ist ein ganz kleiner, ganz einfacher Campingplatz. Man kann von da aus zu Fuß den Park erreichen und von daher bietet sich das Ganze natürlich an. David und Veronika schlafen, glaube ich, in ihrem T5-Bus oder sie haben ein Zelt dabei, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Wir lassen uns aber überraschen. Wir fahren jetzt erstmal weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Nette Dame scheint hier nebenan zu wohnen und lässt uns jetzt hoffentlich hier auf den Campingplatz. Jetzt gehen wir nach der Rezeption. Rezeption? Rezeption. Ab nach der Rezeption. Auf und dann nach der Rezeption. So, wir sollen jetzt hier erstmal warten. Weiß nicht, irgendwie folgt jetzt die Anmeldung.
Katharina kommt auch. Was müssen wir machen? Wir müssen zur Rezeption. Ach so. Aber kann ich auch was machen? So, jetzt geht's hier in die Rezeption. Kleine Holzhütte. So, man zeigt uns jetzt den Platz, wo wir stehen dürfen. So, wir haben jetzt hier Platz 1 bis 3 im Hotel. Ja, ist ganz witzig hier. Sehr familiär. Was ist denn das da hinten? Sieht aus wie ein Schloss. Verrückt. Ja, hier scheint auch irgendwie ein Pferderanch oder sowas zu sein. Jetzt müssen wir erstmal aufsatteln hier wieder. Und dann beziehen wir unser Plätzchen. Das ist ja süß hier, hä? Familiär. Ganz niedlich. Na? Wir sind direkt am Spielplatz. Und an den Waschhäusern. Yes. Wuhu! Halt mal mit dem Bier, sagt er, ich fahre die Karre vor. So fangen die besten Geschichten an. Na, was für ein Spielplatz? Erstmal die Kisten hier ausrichten. Ja. Unserer steht schon gerade, müsste vorne noch ein bisschen höher, aber er sackt hinten noch runter, weil die Luft aus der Luftfederung rausgeht und dann passt es wieder. Perfekt. Gib doch mal David bitte ein Bier. Ja, er wollte das Auto fahren. Kannst du das jetzt mal abgeben? Prost. Symbole. Auf ein schönes Wochenende. So, wir haben jetzt erstmal soweit alles mal aufgebaut, der ganze Kram steht. Jetzt nutzen wir gleich mal die Gelegenheit und schauen uns die Waschhäuser, das Waschhaus hier an. Herren. Dusche und Toilette. Na gut. So, hier sind die Duschen, da ist nämlich gerade keiner da, können wir das auch mal filmen. 50 Cent kostet eine Dusche hier. Das Ganze ist recht spartanisch gehalten, aber funktional.
Also unter uns, ich glaube, dass dieser Campingplatz tatsächlich von dem Park Efteling lebt. Aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Die machen das hier, glaube ich, so nebenbei, zumindest wirkt das so. Und dafür ist es doch eigentlich schlecht. Dafür ist es doch echt nicht schlecht. Wir schauen uns mal unser Camp von Weitem an. Ist ganz schön breit gemacht, aber die gute Frau hat gesagt, wir sollen ihn so hinstellen. Ich glaube, dass wir andersrum weniger Platz eingenommen hätten. Aber nun gut, jetzt ist es so. Und jetzt gibt es erstmal ein Bierchen. Ich habe nämlich eine ganz trockene Kehle. Prost! Grill ist an. Wie alt ist dieser Grill schon? Schon ein paar Jährchen im Buckel, ne? Da haben wir dich auch schon drauf gegrillt, als wir den Käfig gebaut haben. Oder war das noch der rote? Das könnte noch der rote gewesen sein. Aber der rote ist nicht normal. Das ist ja am Bein verloren gegangen. Der Grill könnte noch aus unserer Autocross-Zeit stammen. Wir sind uns nicht ganz sicher. Könnte aber auch sein, dass wir den erst danach gekauft haben. Auf jeden Fall hat er schon über 10 Jahre vermutlich auf dem Buckel. Also jetzt mal euer Gemach da reinfilmen. Das sieht auch gemütlich aus. Sambuli ist auch was Geiles. So, jetzt geht's ja. So, heute wird man wieder richtig auf Holzkohle gegrillt. Ich habe eine kleine Rakete gebastelt. Das sieht genauso aus. Oh, ihr seid ja süß. Oh. Alles Liebe nochmal nachträglich. Dankeschön. Oh. 1, 2, 3. Hey! Applaus, Applaus! Oh, das ist ja echt süß. Dankeschön. Allen Seiten müssen sie braun sein. So, Prost. So, guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Einen schönen guten Morgen hier aus Katzheuvel. Wir haben gestern den Abend noch ganz nett verbracht, hier noch ein bisschen länger draußen gesessen. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Lecker Käffchen. Der nächste kocht hier schon. Mal schauen, ob da schon was kommt. Noch nicht. Die Tafel ist reich gedeckt. Wir frühstücken jetzt und dann geht's auf in den Park. Juhu! Mehr Enthusiasmus bitte. Juhu! 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 So, unser Frühstück ist jetzt beendet. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Park Efteling. So, wir sind jetzt fast da. Da hinten sehen wir schon den Eingang. Wir müssen noch rüberkommen. Und dann geht's los. Ist Veronika Schnee, was ist mit ihr? Die hat einen Schritt drauf, ey. Immer. So, wir haben eingecheckt. Ich wähle Tor 3. Kann ja sagen, was man will, aber dieser Park ist, glaube ich, wirklich mit Liebe angelegt. Wir sind hier fast so groß wie die Babyhalle. Hallo.
Zoveel rood kapje voor iets wilde waarschuwen. Ja, er was wel reden voor, want de grote boze wolf was grootmoeders huisje binnengekomen en had er met huid en haar opgegeten. So, nach dem Märchenwald jetzt das erste Fahrgeschäft tatsächlich. Gucken wir, was das hier ist. Brille ab. Dunkel hier drin. Ein traditionelles Karussell. Keine Sachen, die sich um die eigene Achse drehen. Sind wir ganz schlecht bei. Das ganze Ding hoppelt ja auch noch. Jetzt geht's aber ab. Wer hätte das gedacht, hä? Klassisch holländisch Automatenessen. Ah, was gibt es Leckeres? Kannst du auch Pommes holen? So, wir haben jetzt die Krokette aus dem Automaten und Pommes Spezial. Aber nicht aus dem Automaten, sondern hier von der frischen Theke. So, die Pommes sind noch nicht verdaut. Holly muss jetzt aber unbedingt aufs Kettenkarussell. Ja, ich natürlich auch. Ganz klar. Ich sitze draußen. Mach uns Platz, okay. Danke, Bau. Oh, ich glaube, es geht los. Oh, wie geht's dir? Mein Bauch. Oh, die Pommes vorher hätten wir uns auch sparen können. Ich weiß es nicht, wollen wir mal gucken gehen? Die Achterbahn war vielleicht ein bisschen zu dunkel und ein bisschen zu schnell für Holly. Das ist eine
dann hast du nochmal so Geschmack. Nur ein bisschen flott. Okay, what should I speak? German? German, English, dann sprechen wir Deutsch. Okay. Ja, keine Angst. Okay. Und ich sehe, dass du deine Sprache auch mitgenommen hast. Ja, genau. Ja, viel Spaß noch heute. Dankeschön. Hallo, Frieda. So, jetzt geht's ab in die Python. Endlich mal eine richtige Achterbahn. Nach der ersten rasanten Abfahrt geht es jetzt direkt weiter zum Baron 1898. Hast du auch Käse genommen? Jetzt erstmal leckeren, nahrhaften Käse aus dem Automaten. Hallo, willst du mir ein Stück Papier geben? Papier, hier! Hallo, willst du mir ein Stück Papier geben, bitte? Beim Spazieren durch den Park fällt einem immer wieder auf, wie liebevoll dieser Park tatsächlich angelegt ist. Wenn man sich etwas Zeit nimmt, kann man sogar wilde Tiere bei ihrem Balzverhalten beobachten. Nee, Scheipan. Fertig. Etwas Licht achter de Ramen en het was doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Jetzt sitzen wir hier in Kirchenbänken.
Die Übelkeit macht sich bereit. Gut gemacht. Es gab so ein kleines Andenken. Wie heißt der Kollege eigentlich? Jetzt sag nicht Efteling. Ich finde, er sieht irgendwie aus wie so ein Hermann oder Klaus oder so. Horst! Am Ende des Tages verabschiedet uns der Park mit diesem spektakulären Wasserspiel. So, alle strömen jetzt hier Richtung Ausgang, ist Feierabend im Park. Viertel nach sieben ungefähr haben wir jetzt. Bis 19 Uhr hat der Park geöffnet. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg zum Campingplatz. Das sind ungefähr 1,8 Kilometer von hier. Die kann man gut mal zu Fuß laufen. Wir sind jetzt wieder zurück auf dem Campingplatz. Haben den Tag schön im Efteling Park verbracht. War richtig gut, wir hatten richtig Glück mit dem Wetter. Schönen Sonnenbrand geholt, glaube ich, den ersten dieses Jahr. Ja, und wie soll es jetzt anders sein? Der Grill ist natürlich wieder an. Also heute gibt es ein Lamm- und Rindwürstchen. Ja, ich habe die gekauft. Die schmecken bestimmt. Sicherlich, ganz hervorragend. So, einen schönen guten Morgen. Ja, wir haben gestern nach dem Essen sind wir ziemlich erschöpft gewesen und haben uns dafür entschieden, relativ schnell ins Bett zu gehen, schnell noch duschen gegangen. Und dann haben wir den Abend beendet. Darum haben wir auch gestern nichts mehr gefilmt. Wir waren alle komplett kaputt. Ja, jetzt waren wir erstmal gerade uns frisch machen hier. Gestern Abend musste ich tatsächlich nochmal raus, oder gestern Nacht war es irgendwie gegen 12 Uhr. Es war extrem windig hier. Und wir hatten ja diesen Windschutz da aufgebaut, beziehungsweise den Sichtschutz. Und den hat es fast weggerissen. Da musste ich hier nochmal kurz raus und das ganze Zeug abbauen. Aber wir müssen hier gleich aufbrechen, also machen wir jetzt noch eben schnell ein Frühstück, einen Kaffee kochen. Und dann geht's gleich los für uns ab nach Hause. So, jetzt gibt's auch hier das letzte Boot. Frühstück ist beendet. Jetzt räumen wir alles zusammen. Wieso bin ich so unscharf eigentlich? Ich hab Fett auf meiner Kamera. Jetzt? So. Wir müssen noch abspülen gehen und dann fahren wir ab nach Hause. 11 Uhr müssen wir hier runter sein. So, wir sind jetzt fertig mit Einräumen hier. Alles zusammengepackt. Alles wieder startbereit. Sarina müsste jetzt noch gerade die Schranke öffnen, zusammen mit Veronika, damit wir hier rauskommen. Und dann fahren wir noch eben schnell zum Albert Hallen. Die Damen wollen sich da noch irgendwas kaufen. Oha, was war das denn? Ja. Und dann geht's ab nach Hause. Ja, so wie rauskommt jetzt. Eben noch den hungrigen Tank füttern. Und dann können wir nach Hause fahren. Ungefähr einen guten halben Tank gebraucht, bis wir hier waren. Etwas mehr sogar. Ein gratis Kaffee im Albert Hallen. Wo gibt's das noch? Drück mal da drauf.
So, die Einkäufe sind verstaut und jetzt machen wir uns auf die 320 Kilometer nach Hause. Ja, Autobahnfahrt war relativ langweilig. 300 Kilometer einfach nur stumpf über die Autobahn. Darum haben wir da auch nicht viel gefilmt. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Die Karre sieht aber von vorne aus komplett mit Fliegen übersät. Ich zeig euch das mal. Überall hängen die Viecher vor. Ja, das heißt auf jeden Fall erstmal in die Waschstraße, bevor es das nächste Mal losgeht. Aber das alles beim nächsten Mal. Ich sage jetzt recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal beim Palmcamper.